Nach den Plänen der Großen Koalition sollen Eltern ab März 2020 vor Aufnahme ihrer Kinder in Kitas oder Schulen nachweisen müssen, dass diese geimpft sind. Das Gesetz soll am Donnerstag verabschiedet werden. Im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Impfpflicht gerechtfertigt. Masern sind übrigens auch nicht therapierbar. Die kann man sozusagen nur aussitzen. Und das kann eben bis zu Gehirnentzündung, zu auch Lungenentzündung gehen und tödlichen Verlauf nehmen. Also keine Kinderkrankheit. Und deswegen geht es in diesem Gesetz um Kinderschutz. Das ist ein Kinderschutzgesetz, das in Kitas und in Schulen sicherstellen soll, dass niemand sich unnötig an Masern infizieren muss. Die Pflicht soll auch für Personal in Kitas und Schulen sowie unter anderem für Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen kommen. Bei Verstößen sollen Bußgelder bis zu 2.500 Euro drohen. Das ist meine Vorstellung auch vom Freiheitsbegriff. Nicht nur die eigene Unversehrtheit, sondern dass jemand auch nicht jemand anderes unnötig gefährdet in einer Gemeinschaftseinrichtung. Und deswegen ist das aus meiner Sicht dann auch gut ausbalanciert. Gegen einen solchen staatlichen Eingriff hatte unter anderem der Deutsche Ethikrat Bedenken angemeldet. Kinderärzte unterstützen dagegen den vorgesehenen höheren Druck für Impfungen.